Hi und herzlich willkommen zurück zu bewerteten Doppelkämpfen. In der ersten Folge konnten wir 4 Siege einfahren. Mal schauen, wie es heute weitergeht. Los geht's. Oh. Ich wollte gerade starten und mein Gegner hat die Verbindung verloren. Der hat mein Team gesehen und wahrscheinlich direkt gedacht, dass er keine Chance hat. Ich weiß es nicht. Dementsprechend müssen wir direkt einen neuen Kampf suchen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Statistik laufen wird, ob das als Sieg zählt. Oben rechts steht schon mal kein Sieg, aber just in case, falls da gleich 5 Siege oder 5 bestrittene Kämpfe stehen werden, dann wisst ihr wieso. Dementsprechend sind wir jetzt in der Hyperball-Klasse 10 und das nur, weil ein Gegner gelieft ist, bevor ich überhaupt sein Team sehen konnte. Das ist ein bisschen, ja, unlucky. Hätte jetzt gerne den Kampf gemacht, jetzt kriege ich sogar GP dafür. Das ist nicht so schön. Dagegen kann ich leider nicht allzu viel tun, das tut mir leid. Wenn meine Gegner lieben, dann kann ich leider sie nicht aufhalten. Ich kann sie ja nicht zwingen, gegen mich zu kämpfen. Ich habe gerade so sein Team gesehen, wie gesagt, und dann ist er einfach gelieft. Ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber ich glaube, es war die Kombination Zyklop und Polaros. Eine sehr, sehr starke Kombination. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch 3 gute Kämpfe hier sehen werden und ich habe einen Gegner gefunden. Sehr schön. Da muss ich hier nicht schneiden, sondern kann direkt weitermachen. Wir müssen gegen Volnona, Bisaflor, Galalavados, Zubiris, Capokime und Boreos ran. Boreos als auch Zubiris haben Sträuch als Fähigkeit, das darf man nicht unterschätzen und Volnona kann die Sonne rausholen und Galalavados ist einfach ein Monster. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich starte aber mit Rotom. Rotom ist super gut in den meisten Matchups hier. Das sollte man nicht unterschätzen. Ansonsten, ich überlege gerade zwischen Capokime und Zwicklob. Technisch gesehen wäre Lavados auch gar nicht so schlecht hier. Also Lavados mit so ein, zwei Attacken draufhauen wäre auch nicht so bad. Ich überlege gerade, was das 4. Pokémon dann wäre, weil Zwicklob und Polaros hier zu spielen klingt auf jeden Fall sehr weise. Speziell, wenn ich den Bizarro-Raum durchbekomme. Muss ein bisschen aufpassen auf Zubiris. Als Zubiris kann ich am besten mit Capokime aufhalten. Wahrscheinlich. Probieren wir es aber mal mit Lavados, komm. Das ist ein sehr, sehr starkes Pokémon. Dementsprechend müssen wir es mal ausprobieren. Polaros noch. Und genau, dann fertig und los geht's gegen Cody. Der erste offizielle richtige Kampf. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich wollte eigentlich im Intro sagen, schaffen wir es heute in die Hyperball-Klasse zu kommen, aber ich musste nicht mal kämpfen, um in die Hyperball-Klasse zu kommen. Das ist einfach schade. Ich mag sowas nicht, Punkte für etwas zu bekommen, für was ich nichts kann. Ich kann ja nichts dafür, dass mein Gegner einfach gelieft ist und keinen Bock hatte zu kämpfen und ich werde dafür belohnt. Also sehr, sehr weird. Okay, das Matchup gefällt mir eigentlich nicht so gut. Denn es könnte jetzt ein Rückenwind kommen von Boreos und ich weiß nicht, was so ein Zubiris vorhat. Ich glaube, ich gehe aber erstmal auf Voltwechsel. Ich glaube, das ist gar nicht so bad. Und brennender Zorn. Oder Verhöhner. Stimmt, ich habe ja Verhöhner dabei. Ich könnte damit, wobei, die beiden haben Sträuch. Dementsprechend nutzt Verhöhner mir gar nichts. Für die erste Runde, versteht sich. Gehen wir mal auf brennender Zorn. Bisschen Schaden machen auf beiden Pokémon ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er geht, wie gesagt, auf Rückenwind. Und ich bin gespannt, was Zubiris macht. Zubiris greift an. Okay. Wahrscheinlich dann Schmarotze, weil der Schaden war insane gut. Okay. Standpauke. Ah, okay. Das ist ganz gut gegen Lavados, aber wie man gesehen hat, wird Rotom ja sowieso auswechseln. Mal gucken, wie viel Schaden das gegen Boreos macht. Und ob die Standpauke dann wirklich ihn gerettet hat. Nee, sehr schön. Boreos ist raus, hat seinen Rückenwind durchbekommen und musste sich dann schon verabschieden. Sehr schön. Hab gerade ganz kurz geguckt, ob ich auch wirklich aufnehme. Nicht, dass mir unterstellt wird, dass ich hier außerhalb einer Aufnahme kämpfe. Ich will wirklich jeden Kampf dokumentieren. Meine Idee ist es auch, nach dieser Folge noch irgendwann, wahrscheinlich nächste Woche, noch eine Folge mit bewerteten Doppelkämpfen zu machen und dann zu Silvester, falls ich es schaffen sollte, das ist noch nicht fest, so lange zu kämpfen, bis dann die Season vorbei ist. Also zu Silvester zu Livestreamen und dann einfach die ganze Zeit bewertete Doppelkämpfe machen. Gegebenenfalls vielleicht das ein oder andere Spiel noch spielen. Wir setzen auf jeden Fall Bizarro-Raum hier ein. Mein Gegner ist definitiv schneller und ich hoffe, dass ich einen Diener Dunkel von
Gala Lavados überlebe. Müsste eigentlich der Fall sein. Und wir gehen wahrscheinlich auf einen Luftschnitt gegen Gala Lavados. Das wird sich Dina maximieren. Wobei, gehen wir mal gegen Zubiris. Ich weiß nicht, was es vorhat. Nee, es geht nicht auf eine Dina-Maximierung. Er wartet noch. Dann sollte ich definitiv eine Attacke standhalten. Ich hoffe nur, dass ich nicht zurückschrecke. Mit einem meiner Pokémon. Luftschnitt kommt durch. Gegen Zubiris. Macht guten Schaden. Ich denke mal, er wird wieder Standpoke einsetzen, wenn er schon nichts eingesetzt hat. Er geht, oder er isst seine Citrobeere. Das ist prinzipiell in Ordnung. Standpoke kommt wieder durch. Ja, Lavados muss ich gleich auswechseln. Bestenfalls jetzt noch. Das ist sehr gut, dass ich nicht unter 50% gefallen bin, weil falls ich jetzt Lavados auswechsle und dann wieder reinhole, kann ich dann den Wutausbruch quasi, oder vom Wutausbruch profitieren, seiner Fähigkeit. Jetzt ist der Bizarro-Raum draußen. Jetzt gehen wir erstmal auf Leitheiler und wechseln Lavados sofort aus zu Rotom. Polaros muss ich ein bisschen gedulden. Das ist sehr gut, dass ich den Bizarro-Raum durchbekommen habe. Also, dass es so einfach ging, war tatsächlich insane. Ich habe wirklich im Hinterkopf schon damit gerechnet, dass ein Verhöhner kommt. Weil sowohl Zubiris als auch, wie man bei meinem Lavados sehen kann, Lavados können Verhöhner erlernen. Wäre auf jeden Fall ein guter Play gewesen. Verhöhner gegen Zyklop ist immer gut. Immer. Gibt keine Ausnahme oder gibt keine Situation, wo es nicht gut wäre. So, Zyklop ist das langsamste Pokémon demnach. Kann Leitheiler einsetzen. Wird richtig gut wieder hochgeheilt. War der MVP so ein bisschen in der letzten Folge. Standpauke kommt wieder durch. Also dieses Zubiris will einfach nur nerven. Wie man sehen kann, immer schön Spezialangriff senken. Sollen wir nur recht sein. Brennender Zorn kommt durch. Das ist alles noch im grünen Bereich, auch wenn ich im gelben Bereich bin. Leitheiler wieder gegen Gala Lavados. Und wir gehen auf Voltwechsel. Und dann holen wir gleich Polaros rein. Oh, wow. Er setzt Schutzschild ein. Er wusste wohl wahrscheinlich, dass ich ihn angreife. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist tendenziell sogar ganz okay. Er stallt damit zwar eine Bizarro-Raum-Runde aus, aber wenn er Standpauke wieder einsetzt, und da kommt die Standpauke, werde ich jetzt noch mehr Schaden mit Leitheiler machen. Da ich ja weniger KP habe und die beiden KP werden zusammen addiert und dann durch 2 geteilt. Wie viele Runden Bizarro-Raum habe ich noch? Ich glaube, genau, 2 Stück. Das sind, ja, eine zu wenig. Exakt eine zu wenig. Aber wir werden jetzt eigentlich sowohl Voltwechsel als auch Leitheiler durchbekommen. Hoffentlich hat Lavados keinen Schwächenschutz. Wir werden das sehen, falls er auswechselt. Wahrscheinlich überlegt er gerade, ob er auswechseln soll. Oh, er Dina-maximiert sich. Das ist nicht so gut. Mal gucken, ob er wen er fokust. Mal gucken, wen er fokust. Ich glaube, ich hole nicht mal Polaros raus. Es ist gut, dass er sich Dina maximiert hat. Und zwar vor mir. Das ist sehr gut. Jetzt werden wir sehen, ob er einen Schwächenschutz hat. Er geht auf Dina Wall. Wait, das funktioniert? Schutzschild und dann Dina Wall? Okay. Ich meine, mir ist das recht. Mir ist das vollkommen recht, weil mein Zyklop verliert weiter und weiter KP und ich habe immer noch diese Bizarro-Raumrunden. Dementsprechend mache ich immer und immer mehr Schaden. Aber das ist alles sehr komisch hier. Vielleicht sollte ich jetzt, ne, wobei, das lohnt sich nicht mehr. Wir gehen mal auf Leitheiler wieder und wir gehen, ja, wieder auf Voltwechsel. Nochmal Dina Wall wird er nicht einsetzen können. Der ist sehr, sehr defensiv. Ich muss irgendwie anfangen, seine Defensive zu durchbrechen. Ansonsten könnte Polaros in Probleme kommen. Das wäre nicht so schön. Zubiris geht auf Genesung, das ist mir mehr oder weniger egal. Das werde ich früher oder später aufhalten können. Spätestens mit Polaros hoffentlich. So, Leitheiler kommt durch. Wie gesagt, jetzt mache ich einfach mehr Schaden und heile mich immer noch ganz gut hoch. Voltwechsel kommt durch. Dementsprechend wird jetzt entweder Schwächenschutz, auf jeden Fall, ja, Schwächenschutz. Oh, das wird jetzt wehtun. Das wird jetzt gewaltig wehtun. Das wird jetzt richtig wehtun. Er hat jetzt plus 3 Spezialangriffe in einer Runde bekommen. Das ist der Grund, wieso Gala Lavados so stark ist. Das kann aus dem Nichts plötzlich so viel Spezialangriff quasi generieren. Und mit plus 3 Spezialangriff ist jedes Pokémon sehr gefährlich.
Dina Dunkel dann wahrscheinlich gegen Zwicklob, richtig? Nee, gegen Lavados. Nice. Richtig gut. Richtig gut. Okay. Das ist tatsächlich besser, als ich es mir vorgestellt habe. Wir können jetzt Polaros rausholen, es Dina maximieren und hoffentlich werden wir eine Attacke standhalten. Hoffentlich werden wir eine Attacke standhalten. Das wäre the dream. Ich werde Bizarro-Raum einsetzen und ich glaube, ich werde sogar Dina Wall einsetzen. Falls er wirklich auf die Idee kommt, Polaros zu fokussen, damit ich zumindest nicht zu viel Schaden bekomme. Er hat ja nur noch eine Runde. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. Und mal gucken, ob ich noch den Bizarro-Raum durchbekomme. Wenn ja, dann ist der Kampf verloren für ihn. Weil dann wird Polaros einfach komplett alles durchmähen. Ansonsten wird es noch spannend gegen Ende. Rotom ist nicht mehr in der gesündesten Verfassung. Und Polaros muss es jetzt reißen. Mal gucken, ob wie heißt nochmal das Pokémon Zubiris, ein Irrlicht hat. Deswegen bin ich wahrscheinlich auf Zwielicht gekommen. Er geht auf Irrlicht, okay. Dementsprechend bekomme ich wahrscheinlich den Bizarro-Raum durch. Oh, das ist jetzt eine blöde Entscheidung. Dina Dunkel trifft Polaros nicht. Bizarro-Raum kommt dementsprechend durch. Ich muss jetzt entweder zu Zubiris fokussen und einmal super viel Schaden von Lavados bekommen. Oder ich fokusse Lavados, es ist raus. Weil wenn ich jetzt nicht handle... Oh, das ist eine dumme Entscheidung. Wir gehen mal auf Leitheiler. Ah, Zubiris sollte eigentlich kein Problem sein, auch wenn ich verbrannt werde. Oder? Licht kommt durch. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Leitheiler. Ich sollte jetzt eigentlich ziemlich gesund wieder sein. Ja, 106 KP ist in Ordnung. Jetzt kommt Dina Frost. Mal gucken, ob es reicht. Ich denke mal, das sollte reichen, trotz Verbrennung. Jawohl, Polaros ist einfach OP. Und ich habe noch eine Runde in der Dina-Maximierung. Geil, Lavados ist raus. Das ist wichtig gewesen. Müssen wir nur gucken, was das letzte Pokémon ist. Helles Wihan bedeutet, ich bekomme plus 1 Angriff. Verbrennung ist jetzt etwas weniger schlimm. Immer noch kacke. Weil Polaros jetzt extrem gefährlich wäre. Bin jetzt selbst gespannt, was das letzte Pokémon ist. Ich habe das Team von meinem Gegner nicht mehr im Kopf. Damals habe ich mir immer das Team aufgeschrieben. Also wirklich auf ein Blatt Papier immer die 6 Pokémon aufgeschrieben, die mein Gegner mitgenommen hat. Mittlerweile mache ich das nicht, weil man das super schnell nachgucken kann. Und ich denke, für das Video ist es auch ein bisschen kacke, wenn ich irgendwas hier aufschreibe und ihr das nicht sehen könnt. Okay, es ist in Anführungsstrichen nur ein Kapokima. Wäre das eine Runde früher gekommen, hätte Zubiris mich nicht verbrennen können. Wir gehen mal auf... Nein. So. Wir gehen mal auf Leitheiler. Und wir gehen mal auf Dina Erdstoß. Dina Maximierung ist, wie gesagt, raus. Es könnte ein Schutzschild von Kapokime kommen, aber das wäre in Ordnung. Okay. Wir kriegen trotzdem diesen Spezialverteidigungsboost. Und genau auf den war ich heiß, wenn man so will. Zubiris wird, ja, Standpoke die ganze Zeit einsetzen. Das ist mehr oder weniger egal. Also das wird nicht den Kampf gewinnen oder verlieren. So, Spezialverteidigung erhöht. Standpoke macht dementsprechend auch an beiden Pokémon weniger Schaden. Und ja, ich muss jetzt nur nicht die ganze Zeit im Bizarro-Raum ein bisschen agieren und gucken, dass ich nicht die Kontrolle verliere. Ich habe ja noch mein Rotom. Das sollte wahrscheinlich schneller sein als Kapokima. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Bizarro-Raum ist. Ich meine, Rotom ist tendenziell schneller als Kapokime. Hängt natürlich von der EV-Verteilung ab. Aber Kapokime... Oh, das ist ein defensives Kapokime. Es hat Überreste. Deswegen müssen wir warten, bis der Bizarro-Raum weg ist. Ich glaube nicht, dass ein Voltwechsel ausreicht, aber... Mal gucken, was Polaros noch so alles anstellen kann. Ich könnte auch eigentlich schnell... das hier fokussen. Einfach Rambos drauf und die Sache ist gegessen. Dann wäre das weg. Ich meine, was will Kapokime noch großartig anstellen? Ich glaube nicht mal, dass ich Nachtnebel hätte einsetzen müssen. War vielleicht ein bisschen Overkill. Ah, hätte ich nicht machen müssen. Zubiris ist aber raus.
Ja, ist in Ordnung. Nur noch gegen ein Pokémon zu kämpfen. Ich bekomme diesen plus 1 Angriff dazu. Verbrennung ist ein bisschen weniger ärgerlich. Gedankengut kommt durch. Ist die Frage, setzt der Schutzschild ein, um eine Runde auszustallen? Und die Hagelkörner und die Verbrennung auf Dauer sind tatsächlich nicht allzu schön. Wahrscheinlich wird er Schutzschild einsetzen. Ich weiß nicht, wie viel ihn das bringen wird, aber ich kenne meine Gegner. Ich kenne die Pappenheimer. So, Verbrennung überall einmal durch. Sehr, sehr lange gedauert. Jetzt ganz kurz gucken. Bizarro-Raum hält noch eine Runde. Dementsprechend wird er ziemlich sicher auf die Idee kommen, Schutzschild einzusetzen. Deswegen könnte ich entweder Rotom rausholen, den Hagelsturmschaden bekommen, die Wikibeere aktivieren und dann gucken, was ich noch so machen kann. Machen wir das mal. Und ja, Rambos, oder? Einfach drauf die Kacke, Rambos, und go for it. Ich denke mal, er wird hundertprozentig Schutzschild einsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er nicht in dieser Runde Schutzschild einsetzt, außer er Track verloren, wie viele Runden Bizarro-Raum es noch gibt. Das könnte natürlich sein. Ja, okay. Schutzschild. Mein Gedanke war es jetzt, dass die Hagelkörner so viel Schaden machen, dass die Beere von Rotom aktiviert wird und er ein bisschen gesünder dasteht. Genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit sieht es doch ganz okay aus. Aber ja, Voltwechsel wird nicht so viel Schaden machen. Ich könnte auch auf den Five-Head-Play gehen und Seitentausch einsetzen. Seitenwechsel. Seitentausch ist eine andere Attacke. Seitentausch ist die Attacke. Seitenwechsel ist dann die Attacke, die nur Libello erlernen kann. Das ist sehr, sehr kompliziert manchmal. Wir können Seitentausch einsetzen. Ich weiß nicht, was kommt. Wenn Lehmbrühe kommt, ist es komplett für die Katz gewesen. Voltwechsel bedeutet, ich muss Zwicklob reinholen und der hat dann keine Chance, irgendwas zu machen. Probieren wir es. Komm, Voltwechsel und Rambos rein damit. Gucken, was passiert. Ich habe recht hohen Angriff. Lehmbrühe, gut. Gut, dass ich nicht Seitentausch eingesetzt habe. Davon sollte Rotom besiegt sein. Interessant, dass er schneller ist. Bitte keine Genauigkeitssenkungen. Wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich. Sehr schön. Mal gucken, wie viel Schaden bei rumkommt. Oh, es ist nicht so viel. Es ist nicht so viel. Die Überreste könnten tatsächlich hier den Kampf carryen. Interessant, wie stark Kapokime ist. Ohne die Verbrennung hätte ich auf jeden Fall schon lange den Kampf gewonnen. Die Verbrennung macht es so spannend. Zwicklob. Ja, er wird nochmal auf Lehmbrühe gehen. Ich muss eigentlich nur gucken, dass... was muss ich machen? Ich muss Leitheile auf jeden Fall einsetzen. Und Rambos. Pferdestärke sollte nicht mehr Schaden machen, richtig? Wir könnten Pferdestärke probieren. Probieren wir es mal aus. Ich sehe es jetzt schon kommen, das wird daneben gehen, diese 5%. Oh, es geht auf Gedankengut. Okay. Es will mich mit einer Attacke one-shotten. Es will mich mit einer Lehmbrühe quasi komplett rausnehmen. Okay. Ah, macht genauso viel Schaden wie Rambos. So. Okay. Eine Attacke brauche ich noch. Eine Runde bräuchte ich noch. Dann wäre Kapokime raus. Einmal Nachtnebel und einmal Pferdestärke und Kapokime wäre raus. Ich glaube nicht, dass der Bizarro-Raum hier... Oder? Hätte ich Bizarro-Raum gespielt, hätte das was ausgemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass er auf die Idee kommt, nochmal Gedankengut einzusetzen. Ja, komm. Gehen wir aufs Ganze. Das sollte reichen, sollte Lehmbrühe treffen. Lehmbrühe trifft leider beide Pokémon. Und Polaros und Zwirklop überleben das. Wow. Wo kommt denn auf einmal diese Tankiness her? Okay, dann wurde es doch spannender als gedacht. Ich war ein bisschen pessimistisch. Aber Polaros und Zwirklop haben mir dann doch den Kampf gewonnen. Ein Hoch auf die beiden Pokémon. GG Wellplayter, mein Gegner, war ein sehr, sehr schöner Kampf. Und damit kann es weitergehen gegen Galalavados, Psiaugon, Libello, Hutsasa, Regigigas und Smogmog. Nicht in seiner Galar-Version.
Das wird auf jeden Fall, wie man unten sehen kann, ein Team, das Regigigas supporten will. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich Katagami und Kapokima am Anfang stellen und gucken, was ich machen kann. Oder ich könnte auch mit Katagami als auch Zwicklob starten. Das könnte auch sehr, sehr stark sein. Aber ich glaube, Kapokime wäre ganz gut, falls Huzasa rauskommt am Anfang. Man weiß nie. Ja, dann nehmen wir doch Zwicklob und Polaros mit. Ist einfach, wie gesagt, eine Kombination, die man mitnehmen muss. Speziell auch gegen dieses Team. Also, wenn Smogmog nicht Schwebe als Fähigkeit hat, dann kann ich die meisten Pokémon da sehr effektiv treffen. Und dementsprechend... Hier ist irgendwo ein Fussel oder so. Das hat mich schon die ganze Zeit gestört. So. Vollste Konzentration auf den Kampf. Gegen Meowstic und Immungus. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Falls Huzasa rauskommt, Pilzspore ist dementsprechend halb so wild. Ich könnte jetzt Eisstrahl einsetzen und direkt dieses Huzasa in die Karpaten schicken oder zumindest sehr viel Schaden machen. Das Psiaugon weiß ich nur nicht, was es vorhat. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es tatsächlich auf die Idee kommt, Lichtschild und Reflektor zu spielen. Mein Zwicklob hat Durchbruch, dementsprechend könnte ich das auch ganz gut countern. Deshalb werde ich einfach vollste Kajute auf Huzasa gehen und gucken, wie viel Schaden ich machen kann. Fähigkeitentausch. Okay. Er geht auf einen Delegator. Okay, das wird doch... Oh, wahrscheinlich die Fähigkeit von Regigigas umändern. War das alles nur ein Bait? Ich hoffe, ich mache genügend Schaden mit Eisstrahl. Bitte. Oh, das wäre sehr ärgerlich, wenn es nicht reicht. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht, was dieses Immungus vorhat. Aber es sieht schon sehr böse aus. Wir werden... Justin... Ja, wir müssen es eigentlich wieder doppelt fokussen. Ich weiß nicht, was das Meowstic vorhat. Sieht aber schon alles sehr böse aus. Es kann ja kein Delegatum einsetzen. Dementsprechend kann ich Eisstrahl schon mal gegen Psiaugon einsetzen. Seitentausch. Okay, das ist prinzipiell in Ordnung. Eisstrahl wird immer noch reichen. Schmalhorn wird Psiaugon treffen. Der Schaden war in Ordnung. Und Eisstrahl wird Huzasa rausnehmen. Sehr gut. Ich weiß nicht, was dieses Psiaugon und vor allem dieses Huzasa vorhatten, aber ich glaube, Kapokima hat das ganz gut countern können. Das hätte definitiv auch in eine andere Richtung gehen können. Vielleicht tut es das noch immer. Ich weiß nicht... Okay, Cinderace. Das ist ein blödes Matchup für mich. Wir werden aber trotzdem Schmalhorn einsetzen. Ich werde eine Attacke standhalten und dementsprechend auch die nach Flut einsetzen. Ich denke mal... Direkt gegen dich. Es könnte ein Mülltreffer kommen. Aber in der Dynamaximierten Version sollte Kapokima eigentlich einen Stand halten. Das sollte eigentlich der Fall sein. Und bei dem Schaden, den Psiaugon von Schmalhorn bekommen hat, sollte Psiaugon auch raus sein. Je nachdem, was es noch vorhat. Vielleicht kommt auch ein Seitentausch. Das wäre tatsächlich sehr unlucky. Aber ich denke mal, wenn ich mich Dynamaximiere und... Dina Flut einsetze, da kommt der Seitentausch. Dementsprechend sollte aber eigentlich Turmkick gegen Katagami. Okay. Wie gesagt, ich habe einen Fokusgurt. Es ist interessant, was sie da vorhat. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Schmalhorn wird dementsprechend nicht so viel Schaden machen, aber... Oh, okay. Wow. Und du bist raus. Ich hatte keine Ahnung, was das Psiaugon vorhat. Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt wissen will, aber wenn wir uns das Team angucken können, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal geben. Einfach nur, um zu verstehen, was in den Kopf von meiner Gegnerin vorgeht. Moltres kommt als letztes. Das wollen wir natürlich direkt besiegen. Das wollen wir natürlich instant rausnehmen. Wobei, es ist ein geringeres Problem technisch gesehen. Wir gehen mal auf Schmalhorn und wir gehen mal auf ja, Dina Flut gegen Cinderace. Es wird sich definitiv nicht mehr Dina maximieren, sollte Schutzschild einsetzen, wird immer noch Dina Flut reichen. Das Pokémon ist definitiv raus. Außer es
Dina maximiert sich und setzt Dina Wall ein, aber Luxusball sieht schon sehr nach Gala Lavados aus. Passt sehr gut von den Farben her. Ja, da ist es. Ich habe ein Eis-Pokémon. Ich habe leider noch Zyklop. Zyklop ist nicht so gut gegen Gala Lavados. Aber wie man sehen kann, ist dieses Pokémon sehr, sehr beliebt und dementsprechend auch sehr, sehr stark. Es geht auf einen Tiefschlag. Demnach ist Katagami raus. Katagami hätte mir auch gegen Gala Lavados nichts mehr gebracht. Das ist ja das letzte Pokémon. Und es kommt Dina Düse, um schneller zu sein. Ja, Kapokime hält das Stand. Ich kann gleich nochmal... Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich setze sogar eine Wasserattacke ein, um nicht nochmal den Schwächenschutz zu aktivieren. Das war in der Runde gerade nicht so gut von mir. Ich habe mit Voltwechsel, mit einem sehr, sehr schwachen Voltwechsel, den Schwächenschutz von Gala Lavados aktiviert. Das hätte ich besser machen können. Ich nehme diesen Kampf und den Kampf, der gleich kommt, an einem anderen Tag auf und dementsprechend habe ich schon so ein bisschen reingucken können in den anderen Kampf. Das Coole ist, dadurch, dass ich das eben aufnehme und zusammenschneide, kann ich immer so ein bisschen lernen, nachdem ich den Kampf gemacht habe. Während des Kampfes ist es manchmal ein bisschen schwer, wenn man immer und immer wieder überlegen muss und es ist tatsächlich ein Schwächenschutz. Ich werde natürlich Bizarro-Raum einsetzen, ich glaube aber nicht, dass ich den durchbekomme. Und wir gehen natürlich auf Dina Flut, um nicht den Schwächenschutz zu aktivieren und im Regen sollte das immer noch richtig reinhauen. Ja, Zyklop ist damit raus. Keine Chance. Doch, wow. Okay, irgendwie sind das alles sehr interessante Movesets, weil soweit ich weiß, sollte mein Zyklop nicht ein Dina Dunkel von Gala Lavados standhalten. Ich glaube, die EV-Verteilung ist da vielleicht doch ein bisschen defensiver gefallen, als es für gewöhnlich üblich ist. Dementsprechend kommt der Bizarro-Raum durch und ich habe es noch ein Stückchen weit einfacher. Also ich will mich nicht beschweren. Ich nehme das gut und gerne mit. Ich muss jetzt eigentlich nur noch Mondgewalt einsetzen. Wobei ich gehe doch lieber auf... Nee, ich muss erstmal Nachtnebel einsetzen. Und ich muss eigentlich Eisstrahl einsetzen, weil ich darin eingeloggt bin. Genau, hier sieht man es. Ich habe ein bisschen Angst, um Eisstrahl einzusetzen, um ehrlich zu sein. Aber prinzipiell sollte es reichen. Mit Nachtnebel in Kombination sollte es eigentlich reichen. Wutausbruch kommt durch. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich. Oh, nicht ganz. Nicht ganz. Schwächenschutz wird aktiviert. Jetzt hat er wieder plus 3 Spezialangriff. Aber ich sag mal so, wenn er jetzt Kapokime rausnimmt, dann ist Kapokime eben raus. Und ich habe ja noch mein Polaros. Das sollte jetzt das schnellste Pokémon sein, solange der Bizarro-Raum draußen ist. Und ich meine, der Bizarro-Raum hält noch 3 Runden. Dementsprechend kann sie das nicht alles ausstollen. So häufig kann man nicht Schutzschild hintereinander einsetzen. Also technisch gesehen schon, aber es wäre schon sehr unlucky, wenn sie jetzt 3-mal hintereinander Schutzschild einsetzt und das durchbekommt. Das wäre schon extrem unlucky. Sie wird auch klein. Dementsprechend können wir uns das mal ganz kurz angucken. 3 Runden Schutzschild noch, 1 Runde Regen. Wir gehen auf Eiszapfhagel. Wir können auch auf Rambos gehen. Rambos hat eine 100%ige Genauigkeit, damit wir auch wirklich sicher den Kampf beenden. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Also man darf, auch wenn es extrem gut für einen ausschaut, nicht direkt sagen, okay, ich habe den Kampf gewonnen, jetzt kann ich ein bisschen rumtrollen. Man muss den Kampf immer bis zum Ende runterspielen. Es kann alles in Pokémon passieren. Das hat man in der einen oder anderen Folge Thementeam schon gesehen. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir das gegnerische Team sehen dürfen. Einfach nur, um zu sehen, was Pseogon vorhatte. Ah, leider nicht. Schade. Gut, dann sehen wir uns gleich im nächsten Kampf. So, weiter geht's gegen Elfan, wieder Gala Lavados, Regidrago, Regieleki, Metagross und Pipi. Das gute alte Pipi. Ja, ein sehr stark aussehendes Team, wie immer. Ich muss ein bisschen aufpassen auf Regidrago, das kann mein ganzes Team auseinandernehmen. Das ist tatsächlich kein Scherz. Ansonsten wieder Gala Lavados, das Pokémon verfolgt uns bis zum geht nicht mehr, wie gesagt. Ich denke mal, ich habe alles zu diesem Pokémon mitgeteilt. Ich denke mal, hier werde ich wieder mit Kapokime starten. Muss ein bisschen aufpassen auf Regieleki. Ich glaube, ich überlege gerade wieder Zyklop an zweiter Stelle zu packen. Alternativ wäre natürlich Rotom wieder ganz gut hier. Ich muss gucken, oder Katagami. Katagami hätte den Vorteil, falls Pipi kommt, dass ich Pipi direkt wegblasten kann. Machen wir das mal. Machen wir das mal genauso wie gerade in der Runde.
Damit sollte ich Galalavados und Regidrago ganz gut in den Griff bekommen. Elfhan und Pipi sind die Support-Pokémon und Metagross soll das Pokémon sein, das dann mehr oder weniger den Kampf gewinnen soll. Technisch gesehen ist es sogar ein ganz gutes Matchup gegen Polaros. Das wird nochmal zum Ende sehr, sehr schwer. Ich habe überlegt, immer 3 Kämpfe pro Folge zu machen, damit man mehr oder weniger einschätzen kann, wie viele, also wie soll man das sagen, dass man mehr oder weniger nicht unentschieden steht, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich 4 Kämpfe mache, dann könnte es sein, dass ich 2 verliere, 2 gewinne und dann stehen wir unentschieden. Das finde ich ein bisschen langweilig. Okay, das ist nicht so gut. Galalavados und Regidrago. Farblich passen die Pokémon sehr gut zusammen. Ja, wir gehen natürlich auf Mondgewalt. Das sollte mehr Schaden als Eisstrahl machen. Und ich denke mal, wir gehen auch auf Sanktoklinge. Oder Schmalhorn. Falls er zu Pipi oder so auswechselt. Wir gehen mal auf Schmalhorn. Regidrago hat extrem viele KP. Dementsprechend will ich es fokussen. Ich weiß nicht ganz genau, was es vorhat, aber meistens setzt es seine Signaturattacke ein. Irgendwas mit Drachen heißt sie. Wird zurückgerufen, okay. Was kommt raus? Es kommt dieser Kollege hier raus. Oh, Lavados wird auch zurückgerufen. Oh, es kommt Pipi raus, richtig? Nee, wow. Hallo. Das ist eigentlich richtig gut für mich. Ich habe die erste Runde extrem gut gemacht. Ich habe die richtigen Pokémon gepickt. Also ich habe so gut gepickt, dass mein Gegner auswechseln musste. Das macht extrem viel Schaden. Das Volltreffer war okay. Aber nichtsdestotrotz stehe ich gerade echt nicht gut da. Ich muss Kapokima auswechseln. Das Pokémon wird meine Win-Condition werden. Und ich glaube, ich werde auf eine Sanktoklinge gehen. Laubklinge wäre auch in Ordnung, tendenziell. Wobei, ich glaube, ich fokusse doch lieber Metagross. Ich glaube nicht, dass er es noch Dynamaximiert. Galalavados in der Dynamaximierten Version, wir haben es schon mehrfach gesehen, ist einfach zu gut, um jetzt noch Metagross zu Dynamaximieren. Wahrscheinlich hat es auch einen Schwächenschutz. Das wäre sehr gut, wenn er einen Schwächenschutz hat. Dann wäre Lavados ein bisschen schwächer. Dummer Wortwitz, aber ist tatsächlich so. Wahlbrille und Schwächenschutz. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Elektronetz kommt durch. Das ist, ja, halb so wild. Zwicklop ist so oder so langsam. Und ich denke mal, es wird noch eine Attacke auf Zwicklop kommen, die tatsächlich dann ein bisschen mehr wehtun wird. Oh, nee. Erstmal natürlich mein Katagami. Nice. Sehr schön. Ich dachte durch die Initiativesenkung, dass Metagross vielleicht schneller ist. Aber falsch gedacht. Sehr schön. Angriff steigt. Das Problem ist, ein weiterer Elektronetz wird Regieleki rausnehmen. Außer ich kann Schutzschild durchbekommen. Jetzt kommt Lavados. Lavados hat kein... Oh, es wird wahrscheinlich brennender Zorn einsetzen und Elektronetz. Wenn ich Pech habe, wird Zwicklop jetzt gleich draufgehen. Das Risiko werden wir eingehen. Wir gehen auf Schutzschild und Bizarro-Raum. Das Beste, was jetzt passieren könnte, ist, dass ich den Bizarro-Raum durchbekomme. Und ich müsste dann langsamer als Lavados als auch Regieleki sein und dementsprechend dann noch eine Attacke durchbekommen mit... Oh, die Attacke verfehlt. Verhöhner gegen Zwicklop. Oh, das ist ärgerlich. Das ist genau das, was ich nicht sehen wollte. Ah, das war gut. Daran habe ich nicht gedacht. Polaros wäre jetzt auch nicht so blöd hier. Ich muss irgendwie mein Zwicklop auswechseln, aber ich will nicht ein Elektronetz abfangen mit Kapokime. Ich glaube, ich gehe einfach mal auf Nachtnebel. Mache ein bisschen Schaden an Galalavados. Und du wirst draufgehen. Komme, was wolle. Es tut mir so ein bisschen leid, aber ich kann Katagami leider gerade nicht irgendwie sinnvoll in den Kampf einbauen. Elektronetz kommt nochmal durch. Katagami hat extrem schlechte Spezialverteidigungswerte. Deswegen macht das so viel Schaden. Und natürlich trägt er auch ein Wahlglas oder eine Wahlbrille, wie es ja neu heißt. Er geht auf Ränkeschmied. Er will es jetzt komplett wissen. Er will es jetzt komplett wissen. Nachtnebel. Sehr schön. Der Schaden ist wichtig gewesen tatsächlich. Ich könnte jetzt Polaros Dynamaximieren oder Kapokime. Ich werde Kapokime Dynamaximieren.
weil ich hoffe bzw. denke, dass ich damit die besseren Karten habe. Und er wird definitiv sich auch Dina maximieren. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie diese Runde nicht nutzt, um sich zu Dina maximieren. Wir könnten auch Polaros rausholen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen gefährlich gerade. Unser Zyklop wird wahrscheinlich draufgehen. Ah, wir haben ja einen Verhöhner. Nachtnebel. Ja, nochmal gegen dich. Und Dina Zauber und Go for it. Richtig? Richtig. Wie gesagt, Kapokime ist unsere Win-Condition. Und da ist die Dina-Maximierung, von der ich geredet habe. Kapokime sollte das hoffentlich standhalten. Plus zwei von einem Galar Lavados abzubekommen, ist sehr, sehr hart. Wir haben schon häufiger gesehen. Ich weiß nicht, ob Polaros die bessere Wahl hier wäre. Aber sie hat das echt gut gemacht. Ränkeschmied in der richtigen Runde eingesetzt. Das lässt aber so ein bisschen darauf blicken, dass sie keinen Dina-Wall hat. Kein Schutzschild hat. Dina-Wall hat sie, weil sie ja Ränkeschmied und Verhöhner dabei hat. Und wenn sie jetzt Kapokime fokust, kann ich immer noch ein bisschen Schaden mit Zwicklob machen. Ich glaube, der hat noch zwei Runden Verhöhner. Leider eine Runde zu viel. Aber jetzt wäre der perfekte Moment, um Bizarro-Raum einzusetzen, damit Polaros alles klar machen kann. Aber ich glaube, so wird das nicht laufen. So, Elektronetz, extrem viel Schaden. Initiative von beiden Pokémon sinkt und gucken, ob das Kapokime standhält. Ich habe leider die Befürchtung, dass es nicht so sein wird. Doch, 31 KP. Puh, Glück gehabt. Und das war sogar ein Volltreffer. Das war sogar ein Volltreffer. Okay. Das Problem ist, Kapokime wird gleich raus sein. Und das war viel zu wenig Schaden. Viel zu wenig Schaden. Galalavados hat eine Beere. Oh, das sieht sehr schlecht aus. Ich glaube, diesen Kampf haben wir verloren. Nachtnebel. Ah, Nachtnebel hätte nicht gereicht. Hier ist der Verhöhner weg. Aber leider hat Zwicklob viel zu wenige KP. Ich setze trotzdem mal Bizarro-Raum ein. Man weiß nie, was passieren kann. Dina Zauber. Sieht sehr schlecht aus. Ich hätte den Bizarro-Raum geblockt. Der Verhöhner hat komplett alles durcheinander gebracht. Beide Pokémon sind raus. Dementsprechend habe ich nur noch Polaros und das sieht sehr schlecht aus. Unsere erste Niederlage tatsächlich. Unsere erste Niederlage. Was hätte ich besser machen können? Ich überlege schon die ganze Zeit. Er hat noch eine Runde in der Dina-Maximierung, ne? Das ist sehr, sehr tödlich. Also ich glaube nicht, dass ich eine Runde überleben werde. Also erst wenn ich jetzt Schutzschild einsetze und die Dina-Maximierung überspringen werde damit oder weniger Schaden bekomme. Er hat plus 3 Spezialangriff. Und das ist definitiv zu viel. GG, well played an meine Gegnerin. Ich glaube, ich hätte nicht Katagami mitnehmen sollen. Ich glaube, ich hätte hier was anderes mitnehmen sollen. Elektronetz alleine haut schon richtig rein. Ich glaube, ich hätte hier... Wahrscheinlich Rotom. Weil mit Rotom hätte ich Voltwechsel gegen Galalavados eingesetzt und dann hätte ich dieses Momentum ein bisschen besser gehabt. Oder ich hätte auch was Gutes gegen... Also mit Hitzekoller gegen Metagross gehabt. Unlucky gelaufen, aber... GG well played. Unsere erste Niederlage nach 7 Siegen in Folge. Also nichtsdestotrotz eine sehr, sehr schöne Winning Streak. Und das war eine weitere Folge mit bewerteten Doppelkämpfen. Damit stehen wir in der Hyperballklasse und kurz vor der Meisterballklasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.